Wer du willst. Und jetzt sag mir alles, was du über diese Kreaturen weißt. Schon mal gesehen? Weißt du, wo sie herkommen? Wie viele sind hier unten? Ich hoffe, du glaubst an Gott, Bruder. Wenn die zurückkommen, brauchst du eine höhere Macht an deiner Seite. Ich bin Lieutenant Colonel Eric King von der United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden soll. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Ich beginne jetzt die Autopsie einer unbekannten Lebensform. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr, niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden. Over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Over and out. Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß. Zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häute, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten.
und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. So nah war ich der Hölle noch nie. Womit hat sie das nur verdient? Von einem Pflock durchs Herz getötet. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht, aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären.
Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ja, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Verstanden. Zurückziehen und Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Nick? Jason? Scheiße. Nichts Gutes.
Verdammte Scheiße. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie fragend zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen.
Lauf! Schnell, los! Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk missgebildet und verfärbt. Seltsam unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Hey, einen Rat? Hättest vorhin reden können. Ja, aber der Dämon verträgt das Sonnenlicht nicht besonders. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Licht. Ich sagte, sei still. Oh Mann. Ganz still! Kolchak, sind Sie das?